Nach diesem Video wirst du die besten 5 Vorbereitungstipps für Geografie oder Erdkunde, je nachdem wie ihr es eben nennt, für das Abitur 2019 haben. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und egal ob du es Erdkunde nennst oder Geografie, schreib mir das bitte mal in die Kommentare. Ich war immer mehr der Geografie-Typ, aber ich glaube die meisten sind Erdkunde, ne? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Auf jeden Fall, jetzt gibt es von meiner Seite die besten Tipps, wie ihr das Abitur in dem jeweiligen Fach eben auch richtig geil rockt. Erstens, arbeite mit Skizzen. Egal um was es bei euch geht, ob es um irgendwelche Agrarlandwirtschaft geht, um irgendwelche Winde, irgendwie Klimawandel, irgendwelche Strahlungen auf der Erde, sonst irgendwas. Egal was ist, zeichnet es euch immer auf. Es ist so wichtig, dass du in Geografie die Dinge wirklich verstehst. Und das kannst du mit Skizzen einfach am besten machen. Ja, ich glaube, in Geografie gibt es nahezu keinen Sachzusammenhang, den du nicht visuell aufarbeiten kannst. Und da einfach 70% von euch visuelle Lerntypen sind, dann müsst ihr es nutzen. Ihr müsst uns, ich bin auch ganz stark ein visueller Lerntyp. Und es ist unglaublich, wenn du das mal so aufgeschrieben hast, wie einleuchtend das auch immer für dich wird und wie krass du es auch am Start hast. Wenn du nicht weißt, welcher Lerntyp du bist, hier oben der Soforttest von uns auf YouTube, einfach mal ausprobieren. Und das ist einfach super wichtig zu wissen. Und wenn auf dich der visuelle Part auch einfach zutrifft, dann unbedingt Skizzen machen. Es wird dir so unbeschreiblich viel helfen. Zweitens, Fachbegriffe und Definitionen. Ich glaube, das ist eine Sache, die in Geografie oft mal unterschätzt wird, weil man jetzt so Definitionen vielleicht eher mit anderen Fächern assoziiert. Aber auch in Geografie ist es einfach so, hängt natürlich ein bisschen auch von eurem Lernplan ab, aber dass du einige Dinge einfach die Definition drauf haben musst. Und klar, Definitionen oder Fachbegriffe machen nicht so viel Spaß zu lernen, aber es gibt auch nichts Ärgerlicheres, als wenn du die Fachbegriffe nicht drauf hast und dann dementsprechend keine Punkte bekommst. Also bitte ernst nehmen, bitte die auch richtig gut machen und dann ist euch auch die volle Punktzahl in den jeweiligen Aufgaben gesichert. Drittens, Operatoren sehr gut kennenlernen. Das ist so wichtig, speziell in Erdkunde, weil da einfach der Spielraum extrem groß ist. Ja, also ich meine, da gibt es so viele Sachverhalte, die vielleicht auch für die ganze Welt an was bedeuten. Und dann sind solche Dinge wie erläutere, erkläre, bewerte. Viele Operatoren, die da sehr nah aneinander sind, können da wirklich wie ein Haken so auf euch runterkommen. Und wenn du nicht exakt weißt, welcher Operator was bedeutet, dann wirst du einfach super viele Punkte vergeben. Einfach nicht, weil du es nicht wusstest. Es ist einfach nur, weil du nicht genau wusstest, was du bei welcher Aufgabe hinschreiben sollst. Deswegen befasst dich unbedingt erstens spezifisch für dein Bundesland und zweitens spezifisch für Geografie mit den Operatoren. Da wurden vielleicht euch wirklich auch schon Operatorenlisten ausgeteilt. Lest sie durch, ansonsten fordert sie vom Lehrer an. Habt die wirklich präsent und dann könnt ihr auch echt das Maximum rausholen. Viertens, blättere im Atlas. Und damit meine ich wirklich nur blättere. Ja, du musst nicht den ganzen Atlas lesen, das ist einfach viel zu viel. Aber wenn du wirklich mal ein paar spannende Seiten, da kann dir bestimmt der Lehrer auch einige Dinge empfehlen, bevor du dich da durch den ganzen Atlas durchwälzt, dann einfach mal das Ganze bildlich eben nochmal vorgefertigt vor sich zu haben und zu verstehen, okay, in welchem größeren Zusammenhang steht das, erweitert einfach deinen ganzen Horizont in Bezug auf das Fach. Und das ist im Abitur super wichtig, ja, dass du eben nicht nur die Sachen auswendig gelernt hast, dass du wirklich auch, und sie nicht nur verstehen, ja, sondern wirklich auch größer denkst, verstehst, wie passen vielleicht auch mehrere Gebiete, die ihr besprochen habt, miteinander zusammen. Und da ist der Atlas meist eine richtig geile Hilfe, einfach weil da Dinge nochmal größer, ein bisschen professioneller auch dargestellt werden und da auch einfach mehr Dinge miteinander verwoben werden, weil es nicht mehr so auf auswendig lernen basiert ist, sondern mehr auf Integration und wie man das Ganze auch wirklich schon umsetzen kann. Deswegen da lohnt sich auf jeden Fall einen Blick mal reinzuwerfen. Fünftens, arbeite mit Diagrammen. Das ist nämlich eine Arbeit, die man eigentlich in vielen anderen Fächern nicht machen muss, aber gerade in Geografie, wenn es um Temperatur, um Statistik, was auch immer geht, dann ist das einfach super wichtig. Das sind auch total beliebte Aufgaben. Deswegen bitte, 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 bitte nicht nur die Tabellen, die in deinem Buch oder in deinem Heft oder so sind, lesen, sondern erstens vor allem sie auch selbst auswerten und gerne auch mal selbst Tabellen erstellen, damit du auch verstehst, wie das denn von der anderen Seite her ist, wenn man so eine Tabelle erstellt oder ein Diagramm und was die Gedanken dabei sind, weil dann fällt dir die Analyse von diesen Dingen, wenn das dann in der Klausur gefragt werden sollte, auch wesentlich einfacher. Wie das ganze Abitur für dich auf jeden Fall auch einfacher sein wird, ist, wenn du an unserem Traumabitur-Coaching teilnimmst. Dafür musst du nichts anderes tun, als einfach unter diesem Video auf den Link zu klicken, deine Daten eintragen. Wir werden uns bei uns melden und dann schauen, ob ich dein persönlicher Abiturcoach Abiturcoach werde. Darauf würde ich mich freuen. Einfach unten draufklicken und anmelden und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.